Tut mir leid, die nächste Szene muss sein, aber es tut mir leid. Ja, so eine Connection zu ihm aufgebaut habe. Eine Connection? Fuck, ist das shit. Und das Gewinnspiel, wie versprochen, kommt dann bei 1000 Abos. Wie wichtig ist der Sex in der Beziehung? Wichtig. Sehr wichtig. Mhm. Wenn du kein guter Sex ist mit deinem Partner, ist echt scheiße. Geht gar nicht. Ja. Oder gar kein Sex. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von AYTO. Are you the one? Das ist wieder mal eine Folge, die ich euch nicht empfehlen würde, im TV anzuschauen, weil die ziemlich langweilig ist. Aber die besten Szenen habe ich natürlich wieder mal für euch herausgeschnitten und jetzt kommentieren. Deswegen viel Spaß beim Anschauen. Wir starten direkt mit der ersten Szene. Los geht's! Sie hat ja kein Ego. Aber ich habe ein fettes Ego, weil Monsterschlitten geleast. Und Giuliano hinter mir, der macht dich breiter, ey. Yo, ich bin Alex. Digga. Ich finde den Typen so unattraktiv mittlerweile. Der ist so krass arrogant. Boah. Zu sehr ist von sich selbst überzeugt. Und ich glaube, im Endeffekt ist nichts dahinter. Ich glaube, die reden über Alex. Was haltet ihr von dem Typen? Stellt's mir mal hier oben ab. Sag's mir mal Bescheid. Findet ihr den sympathisch? Unsympathisch? Wäre er ein guter Schwiegersohn oder nicht? Ja, nicht. Diamond Lean versucht nett zu sein und macht dem Ferhat ein Kompliment. Aber Ferhat. Nö, ich hab mich gehört. Also nur von neuem bitte, komm. Ne, ich habe dich gehört. Also von neuem bitte. Frau, du machst jetzt nochmal die Frage, sonst du machst, was ich dir befehle. Frau Küche, Küche, Frau. Frau Küchenmaschine, ab geht's. Luisa, willst du mit mir schlafen? Hä? Nee. Ah ja, der Ferhat, der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Der ist so wirklich sympathisch so. Jo, Lisa, willst du mit mir schlafen? Ich knall dich weg, ey, yo. Ich muss jetzt auch by the way sagen. Das way. Perfekt. Hat da jemand mit Selbstbräuner herum experimentiert? Ich weiß nicht, ob es beim normalen Sonnen so ist, dass der braune Ansatz von der Haut so weit unterm Haaransatz ist. Ich glaube, das war ein Selbstbräuner-Unfall oder er hat keine mehr gehabt. Weil, wenn man sich mal alle Kandidaten anschaut, die sind braun wie... Die haben bestimmt Tonnen an Selbstbräuner gehabt, aber ist halt alles aufgebraucht nach den ersten 3 Tagen. Man muss ja gut ausschauen für Instagram. So behindert. Wieso musste beim Schnitt die Kamera, also wieso musste beim Schnitt genau die Szene gewählt werden, wo sie halbnackt im Umkleidezimmer stehen? Die eine zieht sich gerade oben rum um, die andere, keine Ahnung wer das ist, hat unten rum nichts an, außer eine Unterhose. Muss das sein? Oder müssen da überhaupt Kameras drin sein? Ich meine allgemein, was denkt ihr? Ich habe so, jo, auch Kameras einfach in den Kleiderschrank rein. Da ziehen sie sich um, da kann man sich dran angeilen, yo. Die Kati und der Kevin. Und der Ferhat verbildlicht die Aktivitäten zwischen den beiden wieder mal perfekt. Ich will da schlafen und nicht Pornogeräusche im Ohr haben. Also für Mutter war ein bisschen mehr als Knutscherei. Tut mir leid, die nächste Szene muss sein, aber es tut mir leid. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, dass ich so eine Connection zu ihm aufgebaut habe. Eine Connection? Meine Kopfhörer. Banane. Fuck, ist das shit. Es wird natürlich alles verwertet. Jo Leute, echt vielen, 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 vielen Dank für den Support. Die letzten Tage ist es echt mega krass gewesen. Ich bin echt, ja, voll überwältigt, wie gut ihr da dabei seid und dass euch das Video so gut gefallen. Und ja, eben, wenn es euch gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Dann kriegst ihr die Videos immer wieder vorgeschlagen und mir hilft es auf jeden Fall weiter. Und das Gewinnspiel, wie versprochen, kommt dann bei 1000 Abos. Viel Spaß jetzt beim Weiteranschauen und ja, ciao. Die Buddy ist schon etwas creepy, aber ich muss so sagen, ziemlich lustig. Boah, ich hab mich erschrocken. Echt? War auch mein Ziel. Boah. Du hast mir einfach das Gefühl gegeben, dass das gegessen ist mit uns. Hä? Gegessen? Und seit wann kann Küchenmaschine Maddy reden? Was? Jetzt kommen wir damit klar, als Mann, und verstehen wir als Mann eine Frau. Boah, ey, wirklich jetzt. Versteh mal als Mann eine Küchenmaschine. Immer so viel Anleitung. Boah, so kompliziert. Immer diese Frau und diese Küchenmaschinen, ey. Können Sie sich mal intuitiv machen, ey. Boah. Oh ja, zwickt's. Ah, ja, jetzt ist gut. Oh ja, Hand drauflegen, dann ist alles gut. Ah, ja, kratz. Ah. Oh, das ist geil, ja. Die nächste Challenge, in der man sich ein Date verdienen kann, steht an. Und wie kann man natürlich sehr maskulin und stark auftreten mit einer Rolle vorwärts? Obligatorischer Flachwitz des Moderators, wie vor jeder Challenge. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war Spannung hier im Haus.
vielleicht auch ein bisschen Verspannung. Und deswegen haben wir gedacht, den Männern, den tut doch bestimmt eine Massage gut. Check. Ja, der geht auch viel weiter, der Daumen. Ulala. Und wir haben heute nur einen Gewinner. Einen. Boah. Einen? Boah. Diese Zahl ist so groß, die kenne ich noch gar nicht. Einen. Wow. In der ersten Runde der Challenge war es ziemlich langweilig. Da müssen die Frauen einfach nur die Jungs massieren. Und die zweite Runde, ulala, da wird es nochmal sehr spannend. Und die zweite Runde funktioniert wie folgt. Aber ihr berührt die Jungs nicht mit den Händen, sondern mit dem Oberkörper. Ja, immerhin fair hat Freud. Cool. Was? Ja. Krass. Jungs, der erste Eindruck? Komisch. Komisch. Ach echt, komisch. Hätte ich nicht gedacht, wenn dir jemand wie ein Walross auf deinem Rücken herumschwabbelt. Daily Business bei mir da hinten im Bett. Boah, ich hab da nichts gespürt von den Brüsten. Leider nicht. Giuliano, ist doch wie bei dir. Was man nicht hat, kann man nicht nutzen. Also, reg dich nicht auf. Ja, was soll ich sagen, ne? Viel habe ich da jetzt auch nicht, womit ich irgendwie was sehen kann. Ich bin echt überfordert. Nee. Was in Ferhats Kopf abgeht, wenn er Brüste an seinem Körper spürt. Dass man aus dem Zufallsprinzip zieht, das weiß ja jeder von uns. Aber dass man eine Person doppelt mal zieht, wusste ich nicht. Also Kevin, wir haben zwei Fehler hier. Erstens, doppelt mal, diese Phrase gibt's einfach nicht. Entweder doppelt oder einmal, aber nicht doppelt mal. Oder zwei, drei, vier Mal, aber nicht doppelt mal. Weil doppelt heißt schon eine Sache nehmen und verdoppeln. Wenn man eine Person doppelt mal zieht, wusste ich nicht. Bitte melde dich in der Volksschule an und besuch die erste Klasse. Fehler Nummer 2. Aber dass man eine Person doppelt mal zieht, wusste ich nicht. Natürlich kann ich dann jemanden zweimal hintereinander ziehen. Das beschreibt ja schon das Wort. Zufallsprinzip. Die zwei Wörter. Der Zufall entscheidet. Das heißt, wenn man reingreift, könnte es immer wieder du da sein, der gezogen wird in diesem Topf. Sabrina hatte erneut Kevin gezogen. Manchmal bin ich nicht die hellste Kerze. Ja, es ist... Manchmal ist es halt so. Also ich würde behaupten, dass du als Kerze nicht mal brennen würdest, geschweige denn die Hälfte zu sein, aber gut. Pff, Ansichtssache, ne? Lichtbrechung, Physik, bist der Bio-Lehrer, kannst du sehen. Die dritte Runde wird... Mit dem Kinn. Hey, ist das das Kinn hier? Ist das das Kinn? Ich weiß nicht, ist das das... Ach, Manu, ich verstehe es nicht. Ich will Zeit. Wenn ich mal kein Stimmenimitator werde. Und ja, liebe Leute, hier steht noch mein Adventskalender von XXXLutz gesponsert. Nein, Scherz, das war ein kostenloses Ding. Aber Tür Nummer 24 habe ich noch nicht aufgemacht, mache ich jetzt mit euch auf. Was ist da drin? Boah, wie billig, da steht XXXLutz drauf. Aber gut, endlich bin ich auch fertig mit meinem Adventskalender. Aber gut, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Szene. Elijah, du bist ein krasser Typ. Ivana ist richtig. Elijah hat die Challenge gewonnen. Du hast ab jetzt 30 Sekunden Zeit, dir drei Frauen für dieses Date auszusuchen. Was? Drei Frauen? Krass. Krass. Hier nochmal reingezoomt, da versteht man es besser. Drei Frauen? Wie Giuliano einfach alles kopiert. Ivana, Nadine und Sabrina. Diese drei Mädels nimmt Elijah auf ein Date. Könnte brisant werden. Wenn ich mir die Körper der Kandidaten anschaue, dann erkenne ich da schon so ein Muster. Also nimmt RTL wirklich nur Kandidaten, die breit, Modelmaß, Modelmaß, große Brüste, Modelmaß, dicker Po, breit, große Brüste, breit, 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 große Brüste, breit, breit sind? Müssen die alle so ausschauen, einfach wegen den Klickzahlen oder wieso? Oder passt das einfach so ins Schema oder why? Ich bin nicht blöd oder sonst was, nicht ein normaler Mensch. Aber das behauptest auch nur du, Ferhat. Derweil lutschen Julian und Alex die weiße Paste von ihren Stecken ab. Ulala, sexy, sexy. Diese Location ist einfach richtig magisch, also total romantisch. Ein Bild für die Götter. Ich freue mich, dass ich hier bin. Endlich mal jemand, der sich einfach freut, da zu sein, der die Zeit genießt, einfach fröhlich ist, dabei zu sein, beim Date zu sein und einfach das Leben bei der Show genießt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 5-Euro-Weine aus dem Tetrapack, die gehen auch klar. Ja, Elijah, wenn man nichts anderes gewohnt ist, dann geht alles klar. Bananenschale aus dem Biomüll, ist wie eine Banane. Ich und Wein, das kann nicht sein. Denn dann habe ich kein Wein. Zitat von meiner Mutter am 17.05.2020 um 10 Uhr am Abend, als ich das Video geschnitten habe. Auf dem Wein hat man nur ein Bein. Und ich finde, da merkt man dann schon so ein bisschen die Chemie. Chemie. Komplett enttäuschungsfrei ist bislang nur Alex davongekommen. Im Grunde aber nur,
weil er sich, genau genommen, noch gar nicht wirklich für die Mädels interessiert hat. Endlich fällt es auch der Redaktion auf. Es hat ganze 9 Folgen gebraucht, dass sie gemerkt haben, dass Alex ja nur an Giuliano herumfummelt und sich sonst an den anderen Frauen nicht interessiert. Aber es scheint sich zu wenden, denn Alex führt ein Gespräch mit Madeline und anscheinend haben die dieselbe Ansicht. Denn... Wie wichtig ist der Sex in der Beziehung? Wichtig. Sehr wichtig. Wenn du kein guter Sex hast mit deinem Partner, ist echt scheiße. Geht gar nicht. Nee. Oder gar kein Sex. Check ich nicht. Katastrophe. Verstehe ich nicht. Katastrophe. Das war das Schönste auf der Welt. Sex ist Leben. Ja, also ich weiß nicht, wenn die nicht bald miteinander vögeln, dann... Aber ich glaube, wenn man weiterhin den Kontakt pflegen würde... Oh, ich pflege nur meinen Kontakt. Ja, nur meinen Kontakt pflegen. Den muss man schön sauber halten. Ein bisschen so. So, jetzt ist Kontakt gepflegt, oder? Schaut schön aus. Und nein, ich habe kein schönes, frisches Blatt verwendet, um das hier alles draufzuschreiben. Ich habe ein altes Blatt aus meiner Schulzeit genommen. Das Ding ist mindestens 4 Jahre alt, liegt noch immer in meinem Mülleimer. Aber durch meine Tattoos. Tattoo. Krass. Und für mich ist das Tattoo nicht. Tattoo. Nicht einfach nur ein Tattoo. Tattoo. So, und das war's mit Folge 9 von Are You The One? Ich hoffe, das hat gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir jetzt gerne hier oben ein Abo da. Ich habe schon oft genug gepredigt, das würde mir sehr weiterhelfen. Und sonst lasst mir unten einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten und mit mir zu chatten. Und ja, dann sehen wir uns in Folge 10. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao. Alex und Madeline, ihr zwei Rammler hier.